Der Wunsch nach dem Zusammensein mit einem geliebten Menschen ist etwas vollkommen Natürliches. Dennoch bringt uns der Dualseelenprozess an den Punkt, wo wir erkennen, dass dieses Zusammensein nicht notwendig ist, um zu lieben, da die Liebe sich selbst genügt, für sich steht und nichts verlangt. Scheinbar im Widerspruch dazu steht die Erfahrung, dass der Wunsch, mit dem anderen zu leben, dennoch nicht stirbt. Es ist hier also zweierlei nebeneinander. Die Erkenntnis, Liebe steht für sich, kann durch nichts und niemanden verstärkt oder verschönt werden. Und andererseits, die Nähe zum Geliebten zu suchen und zu ersehnen. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist eine der herausforderndsten Künste im Dualseelenprozess. Hier die Balance zu finden, wobei sich diese von selbst einstellt, mit der Zeit. Und diese beiden Stränge, also die Liebe für sich genügen zu lassen, aber auch mit dem anderen zusammen sein zu wollen, möchte ich jetzt nicht sagen, denn das Wort wollen hat keine gute Energie in dem Zusammenhang. Also das Zusammensein sich zu wünschen, diese beiden Stränge, die am Anfang so weit auseinanderklaffen, werden im Laufe des Prozesses zusammengeführt. Sie vermählen sich. Der Widerspruch löst sich auf. Und zwar einfach dadurch, dass es geschieht. Es gibt dann gar kein separiertes Wollen, Wünschen oder Sehnen mehr, sondern die beiden Pole kommen schlichtweg zusammen. Fast könnte man sagen, ob sie wollen oder nicht, ob sie es sich wünschen oder nicht. Es ist wie eine physikalische Gesetzmäßigkeit, der man in einem gelungenen Dualseelenprozess nicht entkommen kann. Ja, so stark ist der Magnetismus zwischen den beiden geöffneten Herzen der dualen Gegenpole, wenn denn dann die Herzen geöffnet sind. So gesehen stellt sich die berühmte Frage, ob wir den Wunsch nach Partnerschaft aufgeben müssen, beziehungsweise ob es ein Zeichen für unsere Vollendung ist, wenn wir ihn losgelassen haben, diesen Wunsch. Diese Frage stellt sich dann gar nicht mehr. Ja, denn wenn wir dann mit dem anderen Seite an Seite sind, Tisch und Bett und was sonst auch immer mit ihm teilen, je nach Gusto, dann werden wir uns kaum noch fragen, ist das jetzt mein Wunsch, mit ihm zusammen zu sein? Ja, wir schwingen dann im nackten, bloßgelegten, von allen illusionären Umhüllungen befreiten Sein. Ja. Solange wir noch am Anfang stehen und uns die Sehnsucht nach dem anderen großen Schmerz bereitet, ist es ratsam, diesen naturgegebenen menschlichen Wunsch nach der Partnerschaft in einem bestimmten Bereich unserer Seele aufzuheben, ohne ihn in den Vordergrund zu stellen. Er sollte nicht hier vorne in unserer Stirn
sein wie eine Fackel, die uns leitet, denn dann werden wir straucheln. Dieser Wunsch sollte nicht ausschlaggebend sein für unsere Motivation. Wir sollten ihn liebevoll, fürsorglich, ihm einen Platz zuweisen, wo er überdauern kann, ohne uns zu quälen und ohne uns zu stören. Wir können uns vorstellen, dass wir ihn in ein kleines rosanes Puppenhaus legen oder in ein Schatzkästchen, und wir können ihm zuflüstern: Warte, deine Zeit kommt noch, solange darfst du schlafen oder solange darfst du spielen. Ja, es wäre nicht gut, diesen Wunsch zu unterdrücken oder gar zu kritisieren und sich selbst dafür zu bestrafen mit negativen Gedanken oder auch sich gar für bedürftig zu halten, nur weil man diesen Wunsch hat. Sicher können anfänglich Bedürftigkeiten in diesen Wunsch mit reinspielen und aus ihm ein krampfhaftes Wollen, ja ein Erzwingen wollen der Partnerschaft machen. Dies wird sich im Laufe der Zeit aber glätten und weicher werden. Je mehr Raum die Liebe in uns gewinnt, dadurch, dass wir heilen und durch diese Heilung ihr Platz verschaffen, umso selbstverständlicher, gelassener und auch freudiger wird unser Umgang mit unseren eigenen Wünschen sein. Und wir werden uns vielleicht an den 20. Psalm erinnern, in dem es heißt: Der Herr gebe dir, was dein Herz sich wünscht. Ja, ein Herzenswunsch entstammt nicht dem Ego. Ja, wir dürfen ihn liebevoll integrieren und diesen Balanceakt, von dem ich am Anfang sprach, ausagieren, indem wir uns auch getragen und geführt fühlen vom Göttlichen, das ja schon so lange daran arbeitet, uns diesen Wunsch zu erfüllen. Und ich grüße euch aus Spanien.